Sensors online. Weapons online. All systems online. Moin und hallo Leute, herzlich willkommen bei... Warte mal. Mir. Ich bin unterwegs in einer sehr warmen, aber vielleicht tatsächlich Brawl-effizienten Banshee. Ich habe mir die 3S rausgekramt, im Livestream habe ich da ein bisschen dran rumgebastelt, hatte allerdings irgendwie ein bisschen Pech, sag ich mal. Also der letzte Stream, das, wo das Video jetzt auch von online gegangen ist, wo man nur meine technischen Probleme und Battletech sieht. Und zwar, ich glaube, drei Matches gezockt. In allen drei Matches war Baradul am Start. Das ist ja so ein internationaler Streamer. Also, wenn ich mich recht entsinne, war das ein Deutscher, wurde mir, glaube ich, gesagt. Der aber halt auf Englisch streamt und YouTube-Videos raushaut. Auf jeden Fall hat er mir echt kein Glück gebracht. Jedes Match ist einfach komplett hart in die Hose gegangen. Größtenteils, glaube ich, sogar für das ganze Team. Und da bin ich mit dieser Menschen gnadenlos untergegangen. Sie hat aber immer noch das Potenzial zu zeigen, dass sie ein harter Ficker ist, auf gut Deutsch, diese Banshee. Nämlich mit einer AC-20, 4 Medium-Lasern und 2 Snub-Nose-PPCs. Die beiden Snubs machen das, sind ja das Ausschlaggebende, wodurch der Bild so warm wird. Pew, boom. Und Bombs. Jo, und Bombs. Oh mein Gott, Alter, sind das da viele oder was? Hui, Annihilator, aber Kill muss Damage stellen, das ist schon mal nice. Und jetzt High Ground, schön nach oben, von oben runter säbeln. Jetzt, wo deren Annihilator down gegangen ist, werden sie sich vielleicht noch ein bisschen überlegen, den Schwanz irgendwo hinzuziehen, wo er sich gut verstecken kann. So wie sie es auch machen sollten. Retreat! Guck mal, was an Projektilen fliegt, alter Schwede, ey. Also es ist halt insgesamt recht warm, wenn man alle Waffen permanent einsetzt. Deshalb muss man mit den Snubs immer ein bisschen aufpassen, ob sie gerade gut einsetzbar oder sind oder auch nicht, ob sich der Einsatz wohl lohnt. Er ist immer so eine leichte Gratwanderung. Die Laser haben eine schöne Reichweite, die ich gerade. Vor allem im Verhältnis zum Rest. Ah, schade. Delta 3, behind, incoming. Und hat der aktuelle durchgeschossen. Ich glaube, es hakt. So, Boost, das war schon besser. An Arm, das war relativ nutzlos. Ich brauche jetzt aber einfach die Position hier weiter oben. Damit ich hier. Komm. No rest, no fun, come on. Ach, aufs Bein. Nee, doch nicht. Das war da tatsächlich der Center, den ich erwischt habe. Ich mache hier oben jetzt einfach mal die Lauerposition. Also, den Timber kann er sich da auf jeden Fall gut snacken. Oh, der Hanschi sieht aber auch gar nicht mehr so gut aus. Ich glaube, ich gehe da einfach mal eben mit hin und supporte ihn. Und ja, der Ozil, der könnte es vielleicht auch noch bringen. Mal schauen, ob die beiden noch da sind. Kill Assist. Kill muss Damage stellen. Das war wahrscheinlich der Timberwolf. Da ist der Summoner. Na, der haut dann jetzt ab. Der nutzt wahrscheinlich den Weg über den Berg. Da soll sich die beiden klein drum kümmern. Dann gehe ich hier mal rüber zur Hauptstreitmacht. Sodass ich diesen Mech noch etwas mehr in seiner Effizienz austesten kann. In einem reellen Match. Komm schon, in richtigen Kampfumgebung, lasst mich vorbei! Ich bringe the need of a doctor to the enemy. Jawohl, gerade so eben, ne? Immer nochmal einen Kill mitgenommen. Für das, was ich an Schaden gemacht habe, habe ich das aber auch verdient. Und BAMS! Jawohl! Also der Alpha Strike stand schon hier das eine oder andere kaputt. Linkes Bein. Und schwupp, weg, aus der Luft gepflückt. Sehr gut gemacht, Leute. Ich muss mich gerade erstmal orientieren, das ist mein übliches Problem bei sowas. Assassin, enemy spotted. Da warte ich einfach mal ab, ob er noch runterkommt und... Boom! Seitentor geöffnet, Rogue Beta hat's kaputt gemacht. Kill muss Damage stellt bei dem Teil. Sehr geil. Also bei dem, was ich an Panzerung hatte, da konnte ich auch getrost stehen bleiben. Selbst wenn er 6 SM6er gehabt hätte, der hätte mich nicht kaputt machen können. Funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Also jetzt in einem Match mit einem Team, was auch sich schön koordiniert da unten aufstellt, geguckt, wo der Feind ist, die Gelegenheit wirklich genutzt, wo sie sich zurückgezogen haben, nachdem der Annihilator draufgegangen ist. Und dann auch die Position wirklich gut gehalten, schön taktisch gearbeitet, sehr, sehr geil.
Dann zeige ich euch einmal, wie der Bild aufgebaut ist. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich vielleicht ein bisschen umbaue, weil das, wie gesagt, mit den Snaps ein bisschen warm wird. Wenn man allerdings auf die Snaps verzichtet beim Dauerfeuer, funktioniert das ganz gut. Wenn es so die Chance auf einen guten Kill gibt, dann kann man die aber auch nochmal ruhig mitnehmen. Da habe ich mich mit den Deagles damals nicht übertroffen. Hier, die Stummel, der Stummelarm ist einfach die Steinerfaust. Hier die alte klassische Hackfresse, habe ich früher überall drauf gepackt. Saromanzant. Das Deagle begeistert mich immer noch. Wer sich an die Uruks erinnert, bei Herr der Ringe, die weiße Hand Sarumans wurde denen drauf gepappt. Und das hier ist es halt, ne? Und der 8-Ball, der Flaming 8-Ball, finde ich immer noch ein sehr cooles Deagle. So prinzipiell sieht die Venge ja geil aus, aber so aus der Perspektive ist es irgendwie so ein bisschen deppert. Nicht? Aber naja. So schaut das Gerät auf jeden Fall aus. Einfach noch eine coole Pose für vielleicht ein Thumbnail. Ich muss mir wieder was mit meinem Thumbnail überlegen. Ich bin da so unkreativ. Ich krieg da nichts Geiles hin. Ach naja, so, ab ins MacLab erstmal. Das ist viel wichtiger. So, ne, Light 325, dann die Waffen entsprechend hier überall reingestopft. Den Armlaser nicht, sondern hier alles irgendwie Kopf- und Seitentorso-Komponenten vorstopfen. Die Arme sind für Heatsinks da. Die Panzerung könnte man maximal, ach, die Beine könnte man maximal panzern, indem man bei den Armen noch ein bisschen runternimmt. Aber 77 Panzerung pro Bein ist immer noch ein adäquater Wert, würde ich mal meinen. Von daher passt die Aufteilung soweit ganz gut. Energiewaffen relativ rechtslastig, die AC-20 links. Fertig, die Skillung. Er ist noch nicht voll geskillt, weil ich tatsächlich jetzt inzwischen alles an General Experience und sonst was verbraten habe. Und Historic XP ist hier halt nur 624, das hat nicht gereicht, um da voll durchzuziehen, wie ich es gerne getan hätte. Aber jetzt 4802, da kann ich mir nochmal ein, zwei Skillpunkte für kaufen. So, erstmal natürlich Survival, vollstopfen, bis das Ding selbst bei einem roten Center Tower noch eine AC-20 aushält. Ich meine, das schafft sie nicht, die Banshee, aber ist ein geiler Gedanke. Sehr viel Panzerung, sehr viel interne Struktur, fertig, Mobility, Bums, Speed Tweak und dann letzten Rest bei Firepower mit reingenommen. Für so ein bisschen Cooldown und Heat Generation, das war mir überaus wichtig. Vielleicht können wir jetzt noch einen Skillpunkt dazu nehmen. Hier, ganz viel, was geht so? Oh, 6 Skillpunkte kann man da tatsächlich mitnehmen. Die Kohle aus dem Match ist dann auch wieder direkt weg, aber ist es wert? 1. Hm. 2, 3, 4. Wobei, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Oh ne, es sind 7. Ach, verdammt. Ich hätte aber doch so gerne noch einen Skill Point. Oh Mann, der eine Heat Generation Punkt, ne, der ist mir nicht vergönnt. Na gut, nehmen wir den wieder weg. Ich und bin in Zählen, das ist auf jeden Fall eine hammergeile Kombination, funktioniert super. So, Cooldown und Heat Generation, hier ziemlich wichtige Dinger, vor allem Heat Generation, sehr wichtig. Cooldown, schneller feuern, immer schön, vor allem mit AC-20 am Start. Und das war's dann von meiner Seite her. Besten Dank fürs Zugucken, Leute, ich wünsche euch einen unfassbar traumhaften Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!